Du willst in Adobe Premiere deine Presets und Effekte auf alle Clips anwenden? Du hast keinen Bock, bei einer Änderung erstmal wieder alle Effekte zu löschen und dann wieder neu einzeln draufzuziehen? In diesem Video zeige ich dir, wie es ganz einfach geht. Moin Moin, ich bin Sebastian und wenn du das erste Mal hier bei Videomacher bist und die besten Tipps und Tools für deine Videos bekommen willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Wer kennt es nicht? Man hat am Anfang sein Video reingezogen, hat alle Effekte drauf angewendet, die Farben geändert und dann hat man angefangen zu schneiden. Und jetzt ganz am Schluss stellt man fest, eigentlich könnte ich noch was ändern. Vielleicht hier die Wärme etwas runter, hier die Schärfe etwas kontrollieren. Aber was soll ich nun machen? Alle Effekte löschen und wieder einzeln hinzufügen? Wie schon gesagt, es geht leichter und zwar genau so. Wir sind wieder in Premiere und hier haben wir unsere Situation. Wir haben unser Video, wir haben schon mehrere Schnitte gemacht, wir haben hier bei dem ersten schon eine Farbauswahl gemacht, wir haben es etwas wärmer gemacht und jetzt wollen wir den Effekt auf alles anwenden. Oft geht man hin, kopieren und dann wirklich Attribute einfügen und so weiter, für jeden einzelnen Schnitt. Problem ist, du stellst fest, eigentlich hätte ich hier gerne noch etwas bisschen wärmer oder so. Und was jetzt? Wieder alle Attribute entfernen, wieder kopieren. Mega aufwendig. Es geht aber auch viel einfacher. Ich habe den Effekt gespeichert, habe ihn als Preset gespeichert und anstatt ihn jetzt hier auf jedes einzelne drauf zu ziehen, ziehe ich ihn oben direkt auf die Videodatei. Und du siehst, er wurde automatisch auf alle einzelnen Abschnitte angewendet. Eigentlich eine tolle Sache, aber was passiert, wenn ich jetzt feststelle, dass ich doch noch etwas ändern will? Vielleicht will ich es noch etwas wärmer machen oder noch älter. Die Lösung ist, wenn ich auf die Effekteinstellungen gehe, hier von meinem Videoclip, habe ich hier den Reiter Master. Und hier siehst du, ist unser Effekt wieder drauf. Hier kann ich einfach sagen, okay, ich hätte ihn wieder kälter und automatisch wurde alles auf die anderen Clips angewendet. Perfekt, oder? Und, was sagst du? Ist doch leichter als gedacht. Und willst du auch wissen, wie du deine Hintergrundmusik verlängern kannst auf 10, 20 Minuten, ohne dass man den Schnitt hört, ohne dass du extra aufwendig anfangen musst, es zu schneiden? Dann schau dir unbedingt mein anderes Video an. Und willst du dich mit mir und anderen Videomachern austauschen, dann tritt der Videomacher-Facebook-Gruppe bei. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und wenn mein Video dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere meinen Kanal, damit auch deine Videos weiterhin erfolgreich sind.